Ihr, die ihr glaubt, sucht Hilfe in Geduld und im rituellen Gebet. Durch deine Gebete wirst du ein geduldiger Mensch. Durch die Anbetung Allahs wirst du deinen Charakter verbessern, insbesondere oder unter anderem die Geduld. Und As-Sa'di sagt, Seite 35, unter Standhaftigkeit oder auch Geduld versteht man, sich selbst zurückzuhalten und das Verhasste zu ertragen. Es gibt drei Arten davon. Das Standhalten im Hinblick auf den Gehorsam gegenüber Allah, also geduldig zu sein in der Anbetung Allahs, in der Befolgung der Gebote Allahs, da brauchst du Geduld. Und sodass man gottgefällige Taten vollbringt, im Hinblick auf die Sünde, sodass man sie unterlässt, das ist die zweite Form der Geduld, Geduld, um Sünden zu unterlassen. Und die dritte Form, im Hinblick auf schmerzliche Schicksalsschläge, sodass man sich nicht über sie erzürnt. Also Geduld bei Prüfungen. Das sind die drei Formen der Geduld, die wir brauchen. Wie kann ich so jemand werden? Bete. Bete viel, dann wirst du auch viel geduldiger. Dann kannst du die Erschwernisse ertragen im Leben. Deswegen, Ar-Rasul alayhi salam, wenn er etwas mitbekommen hat, was ihn erschüttert, eilte er zum Gebet. Also wurde überliefert, eilte er. Der hat nicht dann einfach nur so gebetet. Es ist was passiert. Allahu Akbar. Warum? Damit er eben Geduld haben kann.